Ja, ein paar Anregungen in diesen herausfordernden, schwierigen Zeiten. Jetzt kennen wir uns ja die wenigsten. Ich habe hier ein Ehepaar gesehen, mit denen ich viele Jahre unterwegs war, die jetzt hier dabei sind. Da freue ich mich, euch zu sehen. Die allermeisten hier, glaube ich, habe ich zum ersten Mal, sehe ich zum ersten Mal. Aber es ist gut, Gott kennt euch und kennt mich. Das heißt, er weiß, wie euer Leben aussieht und auch, wie es in den letzten Monaten war. Wir sind ja nicht durch, wir sind ja immer noch eigentlich mittendrin. Jetzt war heute das erste Mal, dass wir singen dürfen, habe ich mich auch gefreut, aber dachte, oh, okay, das wusste ich noch gar nicht. Aber so ein bisschen am Anfang euch mitzunehmen, was war eigentlich alles in den letzten Monaten? Persönlich, bei jedem Einzelnen, in der Ehe, in der Familie, im Umfeld, was war da? Mal kurz innezuhalten an diesem Sonntag. Wenn ich so bei mir überlege, das war schon, also die ersten 2 Monate, also war eine Mischung, also immer wieder so eine Mischung. Ich bin, wer mich kennt, eher so ein positiver Mensch. Meine Frau sieht dann immer ein bisschen so, also wir ergänzen uns da gut, so das, oh, und wie, das wird anstrengend. Wir waren dann auch, mussten dann auch in Quarantäne, das heißt, wir durften auch nicht aus dem Haus, weil der Nachbar hatte Corona und unsere Kinder haben miteinander gespielt. Und das war ganz kritisch, weil meine Frau ist mehr so auch wie ich, so ein Freiheitstyp, so ein Delfin, die braucht ihre, also ja. Und dann war es gut, dass wir einen Hund haben, den wollten wir nie, aber den haben wir jetzt und wenigstens Gassi gehen durften. Dann haben wir uns gestritten, wer Gassi geht das erste Mal. Das war auch gut. Aber die ersten 2 Monate war schon herausfordernd, wo wir gespürt haben, okay, puh. Und man wusste und weiß auch jetzt noch nicht genau, wie geht's weiter. Und das war an vielen Stellen herausfordernd. Ich habe dann nach einiger Zeit für mich gesagt, hey, wir sind in der Krise. Die ganze Welt ist in der Krise, das ist auch krass, gell? Aber Krisen sind auch Chancen. Krisen sind auch Chancen. Das war so ein Gedanke, der mir kam, noch so nach 4, 5 Wochen. Da war es ganz heftig, weil wenn deine Kinder so am Tisch sagen, ich vermisse meine Freunde, und so eins nach dem anderen und dir dann in die Arme fällt und du denkst, oh mein Gott. Ja, also unsere Große ist jetzt 12, ja, Teenie, die brauchen ja ihre Freunde. Ha, da sind die Eltern dann, ne, da passiert die Trennung. Der Mittlere, der wird bald 10, das ist ein Turner, also der braucht Action, der braucht Bewegung, nur im Haus, um für uns als Eltern. Hei, hei, eine große Herausforderung. Und der kleine 5, ja, Kindergarten, spielt gerne mit anderen. Und alle drei haben das durchgemacht. Genauso wie wir. Oder die Omas und Opas. Weißt du, wer Oma und Opa von euch hier ist? Meine Schwiegermama, die wohnt gar nicht weit weg. Die hat natürlich dann den Abstand gehalten, weil der Schwiegerpapa mit dem Herz auch immer wieder so seine Herausforderungen hat. Ja, nach 4 Wochen hat sie gesagt, also lieber stirbt sie, als dass sie noch weiter den Kontakt nicht haben kann. Ja, sie hat unsere Enkel, also meine Kinder und dann noch, also insgesamt 8 Enkel. Ja, in München und in Lörrach, das war schon eine herausfordernde Zeit. Gemeindlich natürlich auch, ja, also es war ja alles abgesagt. Für mich als Hauptamtlicher war es auch eine Mischung zwischen, was sage mal, was mache ich jetzt so? Und dann aber auch so die letzten Wochenenden waren so wie seit 25 Jahren nicht mehr. Hatte auch was. Für meine Frau, für mich, für uns als Familie, ja, mit den Kindern. Also so eine ganze Mischung. Und ich habe mir das so die letzten 2 Monate überlegt, und da muss ich sagen, ja, also wir haben gemerkt, so durch die Krise gemeinsam zu gehen. Zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich glaube, wenn wir in 4, 5 Jahren zurückgucken, dann werden wir erlebt haben, dass wir gemeinsam durch eine Krise gegangen sind, die segensbringend für unsere Zukunft ist. Warum? Weil wir waren an manchen Stellen gezwungen, eben durch diese Krise zu gehen. Ich hatte ja keine Chance. Als Ehepaar, also Kommunikation miteinander, Zeit, nochmal zu gucken, in der Erziehung mit den Kindern waren ja auch, ne, verschiedene Sachen da, Zeit gemeinsam zu haben, als Gemeinde zu überlegen, okay, wie leben wir denn Gemeinde? Das ist für mich schon lange ein Thema. Wie leben wir denn Gemeinde und was braucht es vielleicht? Ich bin so ein Typ, der gerne neue Ideen umsetzt und so und dachte, ach guck mal, jetzt geht plötzlich digital ganz viel. Interessant. Vorher ging eher weniger. Ich bin so jemand, der vorne dabei ist, digital. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich auch alt geworden. Ja, meine Tochter, die
erzählt mir Sachen, wo ich denke, ah, okay, du bist jetzt der Experte und ich darf von dir lernen. Aber eine Zeit, wo wir sagen, hey, Krisen sind auch Chancen. Und eine oder zwei Fragen, die ich für diese Predigt auch mitgebracht habe. Was habt ihr gelernt? Auch im Hinblick auch auf eure Beziehung zu Gott hin. Wir als Jüngerschaftsbewegung haben ein kleines Büchlein jetzt rausgebracht. Das darf ich hier zeigen. Lebensweise. Ein Englisch Workbook für Jüngerschaft. Ich sollte noch sagen, genau, was Soul Devotion eigentlich Deutsch auch noch ist. Das passt vielleicht an der Stelle. Soul Devotion, es war inspiriert auch aus England, anglikanische Kirche, bedeutet Soul die Seele und Devotion die Hingabe. Das heißt Seelenhingabe. Und wer weiß, im Hebräischen die Seele, Nefesh, das ist der ganze Mensch. Das heißt, wenn ich Jüngerschaft lebe, dann bin ich als ganzer Mensch, Körper, Geist, Seele, mit allem, was mich ausmacht. Und mit dem, was mich ausmacht, das lege ich Gott hin. Das heißt, mich als ganzen Menschen. Lecko, mit allem, was dazugehört, was jetzt auch in dieser spannenden Corona-Zeit die guten wie die nicht so guten Seiten an mir. Mit Gott unterwegs zu sein, das bedeutet Jüngerschaft. Und wir haben unser Verständnis da auch nochmal der letzten 15 Jahre, was wir gemeinsam gehört und dann aber auch gelebt haben, weil nicht nur hören, sondern tun, Täter des Wortes zu sein. Darum geht es in Jüngerschaft. Und das haben wir so als DNA quasi, was uns ausmacht, wie wir Jüngerschaft verstehen, in dieses Büchlein mit hineingebracht. Und ein Satz, der drin ist, ist, wir wollen Beziehung vor Programm leben. Jetzt hört sich das ja, Beziehung vor Programm. Ich weiß nicht, wie sich das für die Jüngeren anhört, für die mittlere Generation, für die Älteren. Da schwingt ja vieles mit. Manche würden sagen, ja klar. Aber ich für mich habe erlebt, auch in den letzten, ich bin jetzt seit 94 bin ich das erste Mal in den CVM, also ich war griechisch-orthodox. Oder meine ganze Familie sind griechisch-orthodox. Bin dann in den CVM gekommen und habe da so eine kleine Reise durch die evangelische Welt gemacht. Deswegen, wir sind eins, das spricht mich sehr an, das Lied. Das ist auch einer meiner Herzensthemen, sind gemeinsam unterwegs. Deshalb freue ich mich auch hier bei euch zu sein, bei den APIs, mit denen mich beziehungsmäßig einiges verbindet. Johannes Kuhn zum Beispiel, mit dem durfte ich studieren. Den habe ich sehr schätzen gelernt, API-Hintergrund. Und der saß neben mir und immer, wenn ich eine Frage hatte zu, wo steht was in der Bibel, konnte ich Johannes fragen und Johannes hat mir geantwortet. Ja, ein reicher Schatz aus seiner Kindheit. Beziehung vor Programm. Die Frage an dich in diese Beziehung, in den letzten, wenn du in den letzten Monaten zurückdenkst. Was hast du Neues oder wieder von Gott gelernt? Was hast du Neues oder wieder von Gott gelernt in dieser Zeit? Kurze Zeit für dich. Und es muss gar nichts Großes sein. Es können kleine Sachen sein, die aber große Auswirkungen in deinem Leben und in dem, mit denen du unterwegs bist, mit deiner Familie, mit Freunden, mit Gemeinde, mit Gemeinschaft. Ich liebe es, lieber über Gemeinschaft zu sprechen als Gemeinde. Und deswegen sind mir die APIs und andere Gemeinschaften auch ganz nah. Also auch in der Kirchengeschichte, das war eines meiner Lieblingsfächer, das zu erleben. Großartig. Und das andere, was ich auch wichtig finde, was hast du über dich selber gelernt in den letzten 4 Monaten? Was hast du über dich selber gelernt? Und es ist immer wieder gut, sich selber Fragen zu stellen oder anderen Fragen zu stellen, weil die bewegen was in uns. Die bewegen was in uns und Beziehung, Jüngerschaft, das ist nicht so funktioniert Jüngerschaft. Also in dem Buch steht jetzt nicht drin, du musst jetzt das und das so machen, du musst jetzt das und das so leben, sondern da sind Ideen drin, da sind Beobachtungen drin. Lebensweise bedeutet, es ist eine Lebensweise. Und ich bin Aleko mit meiner Vergangenheit, mit dem, wie ich geprägt bin. Das ist wirklich an vielen Stellen nicht zu vergleichen
mit dem, wie du geprägt bist, wie ihr geprägt seid, welche Erfahrungen ihr habt. Hat mit dem Alter zu tun, mit der Herkunft, mit der Kultur, mit der Familie, Geschwister, Geschwisterkonstellation, mit so vielen Dingen. Und so ist auch unser Verständnis oder unsere Beziehung auch zueinander eine andere. Das, was ich brauche, ist was anderes als das, was du brauchst. An manchen Stellen treffen wir uns. Weißt du, ich bin so ein Gemeinschaft, ich liebe Gemeinschaft. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Und natürlich darf da auch gutes Essen dabei sein. Da treffen wir uns wahrscheinlich an manchen Stellen. Ja, das hat sich auch nicht verändert die letzten Jahre, Karl-Heinz und Ruth. Das ist so. Das habe ich bei in meiner griechischen Kultur natürlich auch ganz positiv kennengelernt. Was ist bei mir noch, was ich da gelernt habe und was sowohl gut in den letzten 4 Monaten wie auch herausfordernd war? Familie ist wichtig. Und zur Familie gehört bei uns Griechen ganz viel. Also die Kernfamilie, meine Frau, meine Sarah, meine Kinder, aber die Großeltern, total. Und dann auch die anderen, die zur Familie gehören. Generationenmäßig unterwegs zu sein. Respekt vor den, ich sag immer, den Erfahrenen, den Älteren, den Erfahrenen. Das war, ist für mich, das habe ich in meiner Kultur gehört und gelebt und erlebt. Und dachte so, als ich so immer mehr auch in die deutsche Kultur, Heimat gefasst habe, habe ich gedacht, ja, könnt ihr da ein bisschen mehr Respekt haben vor der älteren Generation. Und ich bin ja in den Gemeinden auch viel unterwegs gewesen, in den letzten 20 Jahren, ganz verschiedene Gemeinden, auch hier, das Spannende. Wie kann man miteinander leben? Habe da auch manch Schmerzliches erlebt, also auch persönlich. Und ich dachte, ach, so einfach ist es nicht. Aber so, ihr habt mich ein bisschen informiert und habt gesagt, hey, bei uns in Reutlingen, und das spürt man, ja, da ist was da, das Miteinander der Generation, Beziehungen, also da lebt was. Und das ist schön. Die Frage ist, nicht nur, was habe ich gelernt, sondern bin ich bereit, weiterhin zu lernen? Und sind wir bereit, gemeinsam zu lernen? Und gemeinsam zu lernen heißt zu hören und dann auch zu tun. Veränderung gehört immer dazu. Das heißt, bin ich bereit zu lernen? Heißt für dich heute Morgen auch, bin ich bereit, Veränderung zuzulassen oder Veränderung zu akzeptieren bei anderen? Auch nochmal ein spannendes Thema. Weil ich bin ich und kann ich jemand anderem begegnen, auch in unserer christlichen Welt, wir sind eins, der eine andere theologische Sicht zu manchen Themen hat oder der das anders lebt, weil er aus der jungen Generation kommt. Oder schätze ich es, weil ich aus der jungen Generation bin, welche Erfahrung die ältere Generation hat und wir sitzen zusammen und die ältere Generation erzählt aus ihrem Leben und aus ihren Erfahrungen, aus ihrer Beziehung zu Gott hin. Und ihre Beziehung zu Miteinander. Ich habe die Flipchart aufstellen lassen. Ich gucke, dass ich das schnell verbinde und dann auch die am Telefon mit reinnehmen kann. Es ist ein kleines Schaubild. Es wird sich so eine erste Hälfte geben und dann werde ich noch was dazu ergänzen, weil wir das Navigationsgerät nehmen, so ein Navi. Ein Navi, der uns helfen kann, durch herausfordernde Zeiten durchzugehen. Und manchmal denke ich, das Leben ist meistens herausfordernd. Ja, der Tag, jeder Tag bringt seine Herausforderung mit sich. Und manchmal weiß man es, manchmal kommt es irgendwie, weil eins, meine Schwiegermutter, die ist so therapeutische Seelsorgerin, die hat gesagt, bei 3 Kindern, 1 spinnt immer. Ja, ist halt so, meistens. Und wenn kein Kind spinnt, dann spinnt der Vater oder die Mutter. Das Navigationsgerät beginnt mit einem Dreieck. So, die Seite. Und das soll kennzeichnen, in welchen Beziehungen wir stehen. Da gibt es einmal die Beziehung nach oben. Auch hier neumodisch Englisch. Ist ein bisschen kürzer. Oh, guck, schon falsch geschrieben. Nach innen. Und wo ich auch ein bisschen Schwerpunkt legen will, nach außen. Und mittendrin bin ich. Und ich bin nicht unwichtig. Nach oben hin, die Beziehung zu Gott.
Jüngerschaft geht ja gar nicht ohne die Beziehung zu Gott. Und da gibt es unseren Herrn Jesus. Und für mich war das so ein Knackpunkt in meinem Glauben, vom griechisch-orthodoxen ins evangelische zu kommen und zu merken, puh, heieiei, also was die da erzählen. Also ich wusste ja, Gott ist gut, der ist da. Aber dass es um persönliche Beziehung geht. Oh. Und dass Jesus den Weg frei macht durch das, was am Kreuz passiert ist. Dass da Gnade ist zu dem himmlischen Vater. Wow. Es hat so eine Reise von 4, 5 Jahren. Und im Sommer 99, letztes habe ich 20-Jähriges gefeiert, da hat es dann nochmal Boom gemacht. Wo ich gedacht habe, wow, ey, das ist wirklich so eine Beziehung. Ja, Störungen haben Vorrang. Die Handys. So eine Beziehung zu leben. Und die letzten 20 Jahre habe ich das erlebt, dass Gott durch diese Beziehung mit ihm und mit dem Jesus in der Lebensweise unterwegs zu sein, hat mein Leben verändert. Der Gottesbeweis in meinem Leben oder der Gottesbeweis, den ich habe für mich in Gespräch mit anderen Menschen, ist, ich sage, hey, guck mal, mein Leben ist so und so und ich komme aus so einem Hintergrund. Das sind verschiedene Herausforderungen da gewesen. Weil meine Großeltern müssen, ich mache gerade so eine systemische Coaching-Ausbildung und da haben wir so ein Genogramm aufgezeichnet. Die Großeltern, die Eltern, Geschwister und meine Familie. Und dann drauf zu gucken und zu sagen, Jesus, ich bin so dankbar. Danke für die Gnade. Und ich hoffe, dass die Gnade in meiner Familie noch mehr Auswirkungen hat. Weil ich komme aus einer Familie, die nicht in der Schule war. Meine Großeltern, zwei davon, die konnten nicht schreiben, lesen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. 60er Jahre nach Deutschland gekommen, kein Deutsch. Aber sie haben gearbeitet. Und Alkohol war ein Thema in meiner Familie. Süchte und Spielsucht. Und ich bin so trockener Spielsüchtiger. Und diese Familie, diese Beziehung zu Gott hin, die hat es geschafft, da was zu verändern. Diese Gnade, diese Liebe, die praktisch wurde in meinem Herzen und die ich dann auch weitertragen kann. Da kommen wir gleich dazu. Wie ist es bei dir? Was hast du gelernt? In welche Familie bist du hineingeboren? Was ist deine Beziehung zu Gott hin? Was hat die ausgemacht? Und heute, an diesem 19. Juli, auch da die Frage zu stellen, Gott, wie steht es gerade mit unserer Beziehung? Was habe ich gelernt? Und vielleicht auch für die nächsten Wochen, wir gehen ja in den Sommer hinein. Was möchte ich lernen? Was möchte ich bewegen von dir? Und da gebe ich euch und ihnen rein, nehmen sie sich selber und euch selber, nehmt euch ernst. Auch die noch viel mehr Erfahrung als ich haben in dieser Beziehung zu Jesus hin und auch in dem Theologischen. Auch an euch die Einladung, die Frage zu stellen, hey Gott, ich bin zwar ein bisschen älter jetzt, ich freue mich auf die Ewigkeit. Ein anderes, sehr spannendes, schönes Thema. Mein Papa ist vor 2 Jahren verstorben, da habe ich mich nochmal richtig intensiv damit auseinandergesetzt. Was glaube ich eigentlich nochmal? Und auch mit Gott mich da auseinanderzusetzen und sagen, wie ist denn das? Die Frage, der Impuls an dich, wie lebst du gerade? Wie lebendig ist deine Gottesbeziehung? Was braucht sie? Und nimm dich selber ernst. Ich habe das versucht mit Stille Zeit morgens. Darf ich hier vielleicht sagen, Stille Zeit kennt man, glaube ich, bin Api sehr gut. Ich habe leider versagt an vielen Stellen, weil ich morgens ist nicht meine Zeit. Ja, das ist die Frage für mich, okay, wie kann ich diese Gottesbeziehung leben? Und mittlerweile habe ich festgestellt, wenn ich rausgehe und mit Gott spazieren gehe, ist super, ich bin in Bewegung, ich kann auch still sein beim Spazierengehen, ich rede gerne, ja, und kann dann aber auch zuhören. Gott, was sagst du? Was ist dein Wort für mich heute? Oder einfach mit ihm sein. Was ist deine Art und Weise, Beziehung mit unserem Gott zu leben, mit diesem himmlischen Vater? Wenn ich die Küche mache, habe ich sehr gute Zeiten mit Gott. Ich mache entweder Musik an und lasse mich von dieser Wahrheit füllen. Ich fand super, dass ihr ein Kinderlied gesungen habt. Die Kinderlieder sind ja so einfach, aber die gehen da ins Herz, weil die sind halt einfach. Und singen. Ich singe oder meistens singe ich laut mit. Meine Kinder wissen das dann schon. Die schütteln dann den Kopf, weil der Papa so laut mitsingt. Oder die Fenster auf sind und ich hoffe, dass die Nachbarn hören, so ein bisschen was hören davon. Wie lebst du deine Gottesbeziehung? Was sind da und was ist da gerade dran auch für dich? Die Inbeziehung,
Das ist so die Gemeinschaft hier, mit anderen Menschen unterwegs zu sein, die mit Jesus unterwegs sind. Und zwei Sachen, die ich euch gerne mitgeben würde an der Stelle, die auch mit dir selber und mit der Beziehung zueinander zu tun haben, mit Freundschaften, mit Brüdern und Schwestern, ist diese Offenheit zu haben und Ehrlichkeit zu sich selber. Gerade aktuell bewegt mich das ganz arg, weil ich Freunde begleite, die schon lange Christen sind, die auch in der Gemeinde sind, die eine Vorbildfamilie sind, nach außen drei Kinder, und wo die Frau im Februar ihrem Mann für ihn das erste Mal deutlich gesagt hat, dass die Ehe in Gefahr ist. Und es bewegt mich. Ich bin viel mit Menschen unterwegs und denke, hey, wie kriegen wir das hin als Christen? Wir wissen doch, wir wissen doch in der Theorie so viel. Und ich habe überlegt, welchen Bibeltext ich mitnehme. Ich habe auch einen Bibeltext. Ich dachte, die Abis kennen sich so gut aus mit Bibeltexten. Ich gebe ein paar Anregungen mit. Aber das ist das, was ich auch in der Bibel bei Jesus entdecke. Ich liebe Jesus. Immer wenn ich Geschichten mit ihm lese und über ihn höre, bewegt es mein Herz. Weil er hat es geschafft, mit Menschen unterwegs zu sein und seinen Jüngern zu sagen, seid ehrlich, zueinander und zu mir. Was habt ihr da gesprochen? Ja, wer der Größte unter uns ist. Naja, das kriegt er ja alles mit. Und das kriegt er auch bei uns mit. Ich lade dich ein, zu überlegen, wo braucht es, dass ich ehrlich zu mir bin? Und wie bekomme ich das auch kommuniziert? Zwischen mir und Gott und zwischen mir, meiner Frau, meinem Mann, meinen Kindern oder auch in der Gemeinde. Ihr habt viele Bibelstunden, viele Hauskreise, habe ich gehört. Wo gibt es die zwei, drei Menschen? Hast du die? Vielleicht habt ihr die auch. Das wäre mega. Wo ihr sagt, okay, und dir gebe ich das Recht, in mein Leben zu sprechen. Dir gebe ich das Recht, in mein Leben zu sprechen und dir erzähle ich einen Punkt, den ich eigentlich schon lange mit mir rumtrage. Gibt es diese Kultur hier in Reutlingen, dass ihr euch das erlaubt? Und dass das auch stehen gelassen werden kann? Das ist auch nochmal ein spannender Punkt. So dass man miteinander und voneinander lernt. Lebensweise. Jüngerschaft ist eine Lebensweise, die von Jesus geprägt ist. Und er darf immer wieder, darf die von Jesus geprägt sein. Von seiner Barmherzigkeit, der verraten wurde von seinem engsten Freund, von Petrus. Und der ihm die Frage stellt, hast du mich lieb? Bei der ersten Begegnung nach dem Verrat. Es bewegt mich. Weil dann denke ich an die Beziehung zu meiner Frau. Und da war gestern plötzlich war dann eine Situation, wo ich gedacht habe, verstehe ich jetzt gar nicht. Und heute Nacht so drüber nachgedacht habe und denke, wie agiere ich jetzt heute auf die Situation? Und dachte, hey, wir haben zusammen schon viel gelernt, sind den Weg gegangen. Ich sag ihr, ich habe dich lieb. Und plötzlich merke ich, ja, diese Liebe, die nicht von uns kommt, sondern die von Jesus kommt. Also wem gibst du das Recht, in dein Leben zu sprechen? Wo du sagst, hey, mich bewegt dieses und dieses Thema und ich würde gern diesen Schritt tun. Da kommen wir nachher bei dem Workshop, dann habe ich nochmal so ein Bild, das helfen kann, diese Jüngerschaftsschritte auch zu tun, gemeinsam im Alltag, im Hauskreis oder mit zwei oder drei Freunden oder Freundinnen. In dem Neuen Testament gibt es ganz viele Verse auch einander. Da könnte man eine ganze Reihe draus machen, in diesen In-Beziehungen. Einander tragen, einander ermutigen. Ermutigt ihr einander? Einander wertschätzen. Wie viel Wertschätzung ist hier im Schwäbischen Reutlingen? Nichts gesagt ist genug lobt? Das ist schon Kultur. Ich weiß das, ja. Ich bin ja auch Schwabe. Und merke manchmal, hey, das kann ein kleiner Satz, eine kleine Umarmung, ein kleiner Blick. Umarmung bei Corona muss man natürlich aufpassen, sondern da geht so diese. Aber wie viel Wertschätzung?
Einander lieben, was heißt es? Einander ermutigen, ermutigt einander. Oder ich habe mir aufgeschrieben, der Lehrtext heute war ja, die guten Taten, die vorbereitet sind. Es sind Taten vorbereitet und die auch zu tun. Es geht um die, da hängt nicht unser Glaube ab, da steht Gnade. Aber mit der Gnade kommt die Einladung und da sind wir dann hier, das ist ja wie ein Play-Zeichen. Wenn ihr das seht, da drückt man dann drauf, dieses Out, das ist mein, auch eins meiner Herzens, was heißt, ja, das ist mein Herzensanliegen, wo ich sage, hey, wie bereit, wie offen seid ihr, auf Menschen zuzugehen, die nicht zu den APIs gehören, die nicht mal zu einer Gemeinde gehören, zu einer christlichen, sondern die ihr am Arbeitsplatz trefft, im Kindergarten, an der Schule, im Verein, an der Bushaltestelle, in der Nachbarschaft. Welche Erfahrungen habt ihr hier gemacht? Und wo ist vielleicht ein neuer Impuls da, dass Gott Taten vorbereitet hat für dich? Das spreche ich jeden Einzelnen an, egal wie jung. Wie alt bist du? 14, sehr cool. Oder wie erfahren? Weil, wenn wir die Corona-Zeit nochmal nehmen, diese herausfordernde Zeit, ich lese ja viel, ich höre viel. Wir Christen haben gesagt, ja, keiner fragt eigentlich nach dem, was wir Christen zu sagen haben. Warum ist das so? Weil ich glaube, Menschen gibt es, die fragend sind. Und wir wissen gar nicht, wir wissen oft gar nicht mehr, ich weiß nicht, wie es euch geht, welchen Schatz wir haben, welche Kraft in unserem Glauben ist und Jesus, der in uns lebt. Da geht es nicht um große Sachen, ja. Da geht es nicht um jetzt eine große Zeltevangelisation zu machen, das ist immer wieder gut. Da geht es um die Begegnung und Beziehung mit Menschen, die plötzlich merken, ah, okay, das wusste ich gar nicht so. Ich habe ein Paar letzte Woche getraut. Die haben doch ihre Hochzeit gefeiert, da durften sie noch nicht singen letzte Woche, aber es war okay, weil die zwei, die haben jetzt mit Kirche nicht viel zu tun. Aber ich glaube, von der Großelterngeneration, das heißt, sie wollten es tatsächlich in der Kirche machen und auch mit mir. Er spielt mit mir Fußball bei den alten Herren, schon so ein junger alter Herr, 32, sie ist noch ein bisschen jünger. Und dann sitzt du da beim Traugespräch und dann plötzlich habe ich gesagt, ja, Sünde. Gucken sie mich mit großen Augen an. Wisst ihr, was Sünde ist? Ich habe so versucht, eben das Kreuz zu erklären und das, was Jesus macht, sagt, das ist nicht das Moralische. Sünde ist alles, was Beziehung kaputt macht. Sünde ist die Trennung von Gott. Und dann haben sie mich angeguckt. Und es kann bei jedem verschieden sein, was Beziehung kaputt macht. Und das, was Jesus getan hat, ist, die Beziehung zu Gott erstmal herzustellen und habe dann persönlich Zeugnis gegeben. Das muss nicht jeder so machen wie ich. Aber die haben mit großen Augen dazu, das haben sie noch nie gehört. Oder vielleicht noch nie wahrgenommen. Weiß nicht, vielleicht war Konfirmation das Letzte, wo es so konkret, oder Hochzeiten gibt es natürlich, aber ja, das ist so ein. Ich könnte euch ganz viele Geschichten erzählen, wo ich merke, eine Geschichte war schon ein bisschen länger her. Mein griechischer Wirt und seine slowakische Frau, die waren psychisch, waren die in Not. Und ich konnte das nur wahrnehmen, weil ich mich entschieden habe, mittwochs ins Vereinsheim zu gehen und dort noch was zu trinken und mit ihnen ins Gespräch zu kommen und noch Binokel zu spielen. Ja. Was, der Grieche spielt Binokel? Ja, habe es gelernt. Und dann kamen die wundersamerweise zum Glauben, weil es ging entweder muslimischer Glaube oder christlicher Glaube. Sie haben den Koran gelesen und die Bibel. Und ich habe irgendwann nur noch gebetet, Jesus, zeig dich in deiner Kraft, weil ich gemerkt habe, sie geht mir aus dem Weg. Er nicht, er war voll im Gespräch mit mir und dann auch mit so einem muslimischen, ich weiß nicht genau, wie man den bezeichnen kann, in Bietigheim. Und dann am 31. Dezember habe ich ihnen Bücher noch gebracht, die Bibel im Test und die wollten in Urlaub gehen am nächsten Tag. Und dann sagt sie zu mir, Aleko, ich weiß auch nicht, immer wenn ich in der Bibel über Jesus gelesen habe, in den letzten Wochen, ich musste immer anfangen zu weinen. Und ich so, what? Und Aleko, der Costa wollte die Soul Devotion Music CD aus dem Auto nehmen, da habe ich gesagt, Finger weg. Weil Aleko, weißt du was, bei jedem Lied muss ich anfangen zu weinen. Dann haben wir bei ihnen im Vereinsheim quasi auch mal so einen Gottesdienst gefeiert. Dann haben sie in die Mitte genommen, weil die Stammgäste, die sind früh gekommen, um 10:30 und haben für sie gebetet und für ihren Sohn. Und dann haben wir dort gegessen, wir waren 25 Leute. Und dann bin ich zu ihr hin und wollte mich verabschieden und sagte, Aleko, du hast recht.
Weil ein paar Monate vorher haben wir bis nachts um zwei gesprochen. Und da hat sie gesagt, mit Liebe hat sie es probiert. Das kann ich vergessen. Ganz bittere Erfahrungen gemacht. Gehorsam und Unterwerfung, das ist so. Und ich so, also Frau, Wahnsinn. Dann hat sie gesagt, Aleko, du hast recht. Es gibt nicht nur böse Menschen auf der Welt. Und ich habe es noch nie erlebt, dass Menschen zusammenkommen und Gutes füreinander wollen und füreinander beten. Das hat mich so bewegt bis heute, das merkt ihr vielleicht, wo ich sage, ja, wir haben ja nichts Großartiges gemacht. Wir sind zusammengekommen, so wie ihr, haben füreinander gebetet. Und für sie, haben sie mit reingenommen. Und deswegen die Einladung. Lernen heißt, sich auch zu verändern. Wo dürft ihr einzeln vielleicht aufbrechen und gucken, Gott, was hast du vorbereitet für diesen Sommer? Welche Person gibt es, die ein Mensch des Friedens ist, die interessiert ist an dem, was ich zu sagen habe? Auch über meinen Glauben oder vor allem über meinen Glauben, über diesen Gott. Und auch für euch als Gemeinschaft. Wo dürft ihr euch auch neu auf den Weg machen? Zu den Menschen hin. Wichtig, zu den Menschen hin. Vielleicht gibt es Leute unter euch, die sagen, ich brauche da manchmal Zeit. Wir als junge Familien, der Sonntag ist wertvoll. Weil alle anderen jungen Familien, die nicht in der Kirchengemeinde sind oder in der Gemeinde sind, die machen da verschiedene Sachen zusammen. Das heißt, wir haben entschieden, wir werden das anders leben von der Gemeinde her. Um Zeit zu haben, mit diesen Familien unterwegs zu sein. Und wir erleben spannende Dinge. Menschen, die Interesse haben am Glauben, zum Glauben kommen, auf diesen Weg der Jüngerschaft mit uns gehen und andere auch anstecken. Und das ist so die Herausforderung, vielleicht die letzte, ich sehe die Uhr im Blick, für euch. Also wo gilt es da neu, sich auf den Weg zu machen? Weil Jesus sagt nicht zu den Evangelisten nur, mache zu Jüngern, sondern zu jedem von uns. Das hat meine Frau immer gesagt früher. Ja, ich bin nicht so die Evangelistin. Dann habe ich zu ihr gesagt, das ist okay, das bin ich. Also wenn ich mit jemandem am Tisch dann sitze, dann plötzlich kommen wir über Gott ins Gespräch. Dann sagt sie, sag mal, ich habe schon wieder über Gott gesprochen. Sage ich, es tut mir leid, er hat mich gefragt. Mittlerweile hat sie erlebt, wo sie sich auf Menschen einlässt, die Menschen fragen. Und dann ist sie beim Joggen und plötzlich bekommt sie theologische Fragen gestellt und muss dann irgendwann zur Theodizee-Frage sagen, da muss ich meinen Mann fragen. Und dann sitzen wir zu viert zusammen mit einem Rotwein, mit diesem Ehepaar und unterhalten uns und unterhalten uns theologisch und dann mit dem Leben zusammen. Wo darfst du neu aufbrechen? Und ist diese Krise mit Corona vielleicht eine Chance zu überlegen, hey, was darf ich als Einzelner mich neu auf den Weg machen? Wo bist du an der Arbeitsstelle? Wo ist der Kollege, die Kollegin, wo du vielleicht mal fragst, hey, sollen wir was trinken gehen nach dem Schaffen? Und auch zu verbinden, vielleicht als letztes nochmal zu meinen pietistischen Geschwistern, dass Gott hat gute Dinge geschaffen und man darf auch Dinge tun, die einem Spaß machen. Und das verbinden mit der Jüngerschaft. Ich spiele gern und Binocle ist für mich jetzt keine Anstrengung. Aber da bin ich mit Männern zusammen, mit denen wäre ich normalerweise nicht zusammen. Und ich merke, da passiert Beziehung. Das dauert, das braucht seine Zeit. Ja. Was tust du gerne? Kochst gerne? Wie auch immer. Gehst wandern gerne? Mach das und mach dich vielleicht neu auf den Weg mit ein, zwei Leuten, die Gott vorbereitet hat. Oder auch gemeinsam zu überlegen, wie können wir das leben? Meine Frau und ich haben irgendwann entschieden, so ein offenes Abendessen anzubieten in unserer Nachbarschaft und haben eingeladen. Und die Leute kommen. Wir machen aber nichts anderes als Essen und Beziehung leben. Und Dezember auf Januar, waren wir mit 50 Menschen Skifahren. Wie so eine kleine Freizeit. Meine Schwiegereltern haben gekocht. Die waren Christen, wir waren Christen. Und das eine Ehepaar, das schon länger mit uns unterwegs ist, und sonst waren alles Menschen dabei, die du nicht in unseren Kirchengemeinden findest. Und da bewegt sich was, da sind Kinder dabei. Und so bauen wir mit Gemeinde. Herzliche Einladung an Sie, an euch, da zu überlegen, was bewegt mich? Ich schließe noch das Bild ab.
Ihr merkt, beim Zeichnen muss ich noch ein bisschen üben. Dann ist das Navi-Gerät. With bedeutet gemeinsam mit anderen Christen. Das heißt, Reutlingen im Blick zu haben, zu sagen, hey, wie sieht es in Reutlingen aus? Welchen Auftrag haben wir als Christen auch in dieser spannenden Zeit? Und kommen zusammen und machen uns Gedanken, wie wir Gutes tun, gute Taten in Reutlingen. Und ich lade euch ein, auch alte Vorstellungen, Gräben, die vielleicht noch da sind, Mauern, die gemeinsam zum Einstürzen zu bringen, weil wir sind eins. Wir werden gemeinsam die Ewigkeit verbringen und ich freue mich so drauf. Und ich selber als Aleko kann zu Hause sein in der API Bibelstund, im charismatischen Gottesdienst, im landeskirchlichen Gottesdienst, im normalen Hauskreis, im griechisch-orthodoxen spannenden Gottesdienst. Da kann ich zu Hause sein, das ist mein Weg. Und ich lade euch und sie ein, miteinander dieses Navi mitzutragen, Beziehung zu Gott zu leben, Beziehung hier zueinander, die Ehrlichkeit und Offenheit und das Recht zu geben, ins Leben zu sprechen, zu Menschen sich auf den Weg zu machen, die von Gott schon vorbereitet sind, gemeinsam mit Christen aus dem Bezirk Reutlingen. Ich bete noch mit uns. Jesus, und ich danke dir für jedes einzelne Menschenleben hier, live im Internet, an den Telefonen, was für ein Schatz, der da ist. Und ich segne jeden Einzelnen mit deiner Gegenwart. Und ich möchte dich bitten, das, was du jetzt bewegst im Einzelnen, dass das auch in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen sich weiter bewegen darf. Und dass es uns als Jünger und Jüngerinnen in der Nachfolge mit dir, Jesus, in Bewegung bringt. Danke, dass Krisen Chancen sind und dass wir immer wieder neu erleben, lernen und auch gemeinsam weitergehen dürfen. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns führst weiter in diesen Sonntag hinein, dass du diese Gemeinde segnest, die APIs hier im Bezirk Reutlingen, und dass sie sich neu auf den Weg machen, auch gemeinsam mit anderen Christen, um dein Reich zu bauen, in der Gesellschaft, mittendrin, weil du uns so viel gegeben hast und in deinem Evangelium so viel Kraft drin steckt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und so bete ich für Reutlingen. Und ich bete im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.